So, weiter geht's. In die tiefsten Abgründe der Hölle. Und wir haben echt absoluten Nahrungsmangel. Nahrungsmangel haben wir auch. Ne, wir würden jetzt... wo wollten wir denn eigentlich letztes Mal lang? Hier. Da, wo der Creeper stand. Was ich halt festgestellt habe, ist ja... Nein, verdammt. Dass seit dem 1.32 Update die Creeper Reichweite erhöht wurde. Ich glaube, der Schaden wurde ein kleines bisschen reduziert, bin mir jetzt aber nicht sicher. Auf jeden Fall sind die ätzend. Also die waren ja vorher schon nervig, aber jetzt sind sie richtig ätzend. Also die gehen mir einfach nur auf den Sack. Drecksviecher. Krass, du bist nur am Futtern. Ist ja man regeneriert sich kaum noch. Dieses Fleisch. Also es wird echt Zeit, dass wir hier irgendwo verschwinden und uns was zu futtern suchen, was richtig ist. Da ist noch ein Creeper, verdammt nicht. Hey, der ruckelt, ruckelt. Heftig, warum ruckelt das denn jetzt gerade so? Das ist für mich völlig unverständlich. Ja toll, hier Sackgasse oder was? Dafür sind wir jetzt hier runtergeklettert oder was? Okay. Dann gehen wir mal hier nach unten. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier wieder so eine Frame-Einbrüche habe. Wahrscheinlich kommt da ja irgendwas nicht klar auf seine Umwelt. Jetzt ist die Framerate wieder stabil. Ich habe auch festgestellt, ich sollte mich öfters mal umsehen. Dann könnte das mit dem Creeper gar nicht mehr passieren. Dass sie sich so heimlich von hinten anschleichen. Und dann wie so ein Assassinas hinterhältig. Ein Messer ins Genick rammen. Ein explosives Messer. Holen wir den nochmal mit. Ja, wir haben leider 0 Diamanten gefunden. Ist aber auch gut so, da wir ja letztes Mal gestorben sind. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt schön Diamanten gefunden und würden dann sterben. Wäre kacke. Naja, dass wir jetzt die 30 Level verloren haben, ist... dieser Kack-Zombie. Das war jetzt auch ärgerlich, aber halt so halb so wild, weil... Durch das Update, da kommt meine hier alles so ohne Ende. Also ein Level meine ich. So. Mann ey, ist ja hinterher kein Ende hier mit der Kohle. Ist vielleicht auch ganz gut so. Toll, wir haben nicht mal mehr verrottetes Fleisch. So. Dann war es das jetzt hoffentlich langsam mal hier. Ich will nämlich nach Hause. Obwohl, hier ist noch Eisen. Oh, war das knapp. Das war knapp. Puh. Jetzt habe ich auch wieder einen Puls von 80 Millionen. Ja, okay, war gelogen. Sind nur 79 Millionen. Puh. Aber. Das ist schwer ein Slime. Slime brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ein Skelett. Und da kam noch eins. Und da haben wir wieder einen Bogen. Sehr schön. Wo ist denn der kleine Hüpfer?
Gut, alles klar. Also ich würde sagen, aua. Müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger laufen. Ich sehe eh keinen Slime. Da ist noch ein Skelett. Und da drüben ist der Ausgang. Da gehen wir jetzt mal hin. Autsch. Oh, ist das eine schöne Musik, so. So genau richtig für so eine gruselige Gruselhöhle, die gruselig ist. Und dann hier lang. Alles klar. Autsch, 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 autsch. Ich stoß mich ständig den Kopf. Autsch, 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 autsch. Ist ja sogar ein verzauberter Bogen. Was hat der denn Schönes? Stärke. Sehr schön, sehr schön. Du wirst abgerissen. Irgendwann. Ach, das ist eine Werkbank. So, ab nach Hause. Zumindest haben wir noch ein bisschen was gesammelt. Nicht besonders viel, sondern mal gucken, ob wir jetzt wieder Überraschung von einem Creeper bekommen. Nö. Alles klar, gut, dann sortieren wir jetzt mal die Kisten ein. Schnappen wir uns mal was zu essen. Haben wir denn? Nix haben wir hier. Nix. Toll. Super. Geil. Pilze. Tops. Die Knochen rein. Pfeile behalten wir. Wie immer. Schwarzpulver. Halt. Haben wir noch Faden. Restposten. Slimebälle rein. Schleimbälle. Oh, haben wir über 2 Stacks Kohle mitgebracht. Das ist doch schon mal was. Bodenschätze. Zack. Zack. Den Rest behalten wir. Den Eimer haben wir jetzt ja gar nicht gebraucht, so wirklich. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Das Eisen kommt hier rein. Also, das müssen wir sehen. Zack. So. Ach, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Machen wir mal so und so. Dann hauen wir den Rest hier rein. Ja. Alles klar. Erde. Zack. Zack. Hellholz hier. So. Kies war. Was haben wir denn hier noch? Steine. Alles klar. Und Kies war hier drüben. Da. Zack. Auch noch ein bisschen Kies, die Pfeile. Dann packen wir den Bogen mal hier so hin. Alles klar. Und dann machen wir uns jetzt mal auf ins Bettchen. Und werden dann mal unser Feld besuchen. Ich kann gar nicht mehr rennen. So. Und unser Schlafzimmer wollten wir ja ursprünglich auch nochmal irgendwie ausbauen, weil es sieht ja nun, ist ja nun auch kein Schlafzimmer, ist ja mehr so einfach nur ein Bett in einem Raum. So, aber was ich jetzt mal machen werde, ist, entweder baue ich hier einen Ausgang raus zum Feld. Ist ja noch nicht mal alles gewachsen. Das heißt, ich kann nochmal Knochenmehl mitnehmen. Toll. Toll. Super. Geil. Oder ich mache hier aus dem Keller hier so lang einen Ausgang. Wie auch immer. Dekokram, Restposten, Knochenmehl. Dann nehmen wir mal 14 mit. Nehmen wir auch nochmal hier 16. Zack. Haben wir fast ein ganzes Stack. Und dann testen wir mal aus, wo wir hier so rauskommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, auf welcher Höhe das ist. Ah, hier geht's nach draußen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich
höre doch da schon wieder Schritte. Diese Creeper machen mich einfach nur wahnsinnig. So. Dann passt das ja auch. Dann ist natürlich schlau gewesen, dass ich jetzt hier sämtliche Steine hier gelassen habe. Nehmen wir nochmal mit. Und dann machen wir das Ganze so. So. Oder wir lassen es offen. Nachdem. Da müssen wir mal gucken. Da hinten ist schon wieder so ein Dreckscreeper. Was war das denn? Super. Ein Creeper weniger auf dieser beschissenen Welt. Und mir fällt ein, wir haben ja auch noch ein bisschen Weizen im Lager. Naja, mal gucken. So, alles ist hier noch nicht fertig, aber das meiste, das ist ja schon mal schön. Dann können wir hier abernten. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. Wir haben jetzt mal ein paar lecker Brötchen. Wir müssen auch mal langsam anfangen, uns ein paar Kühe zu suchen. Um diese dann zu züchten, dann haben wir schön leckere Steaks. Oh, mein Handy rastet hier voll aus. Das ist die ganze Zeit nur am Vibrieren. Weil ich ja voll gespammt werde. Da ist noch eins. So, Samen. Haben wir ja wieder ein paar mehr, aber ich habe jetzt keine Feldhacke bei. Müssen wir also mal gucken. So. So, 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 so. Dann schnappen wir uns mal noch alle, was wir hier liegen lassen haben. Ja, und wie gesagt, das Feld wird dann noch irgendwann ausgebaut. So, dann gehen wir mal hier rein und hier runter. Holz. Oh, wir haben schon wieder kein Holz mehr. Aber hier haben wir Holz. Endzone. Ach, egal. Schauen wir mal. So. Autsch. Autsch. Oh, jetzt kommt der Hunger. Jetzt kommt der Hunger. Oh. Das war echt kurz vor der Angst. Moment, wir hatten doch hier bei Nahrung. Oder war das hier bei Grünzeug drin? Nö. Wir hatten doch noch Weizen. Oder bin ich besoffen? Mysteriös. Also egal. So, wir haben jetzt die Tür, die packen wir jetzt erstmal hier hin. Wird dann später noch verschönert und hübsch gemacht und so. Und dann wird das schon. So, Drops, das hier rein. Packen wir mal das rein. Restposten, das wieder rein. Das Holz kann dann auch wieder weg. Oh, ist das schön, kann wieder rennen. So. Die Steine kommen dann hier rein, Erde kann dann hier rein. So, müsste ja dann reichen, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mal eine kleine Holzfäller-Action oder so. Je nachdem, so mal spontan, ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!